Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Jedi Fallen Order Let's Play. Ja, Freunde, wir sind inzwischen in einer Unterwelt angekommen mit fleischfressenden Pflanzen und anderen Wesen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Hier irgendwo in den Sümpfen von Naboo, würde ich am liebsten sagen. Naboo, wer erinnert sich noch bei den Filmen an Naboo? Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir haben ja die Riesenschnecken am Start. Ihr habt mir geschrieben, ey, änder mal das Poncho komplett. Ihr findet das generell scheiße. Das hatte viele, viele Likes gehabt. Ja, das kann ich auf jeden Fall ändern. Ne? Das kann ich gerne machen. Die Sache ist nur, dann haben wir halt gar kein Poncho. Also ihr meint, ich sollte das komplett wegpacken. Bruder, ich weiß gerade echt nicht, wie ich das ändern tue. Ne? Ich habe gerade alles vercheckt. Start, ja genau, mit Start war das, wollte ich schon sagen. So, Poncho, ihr meint so. Ne? Also es gibt ja verschiedene. Ihr meint, ich soll einfach wegmachen, komplett so lassen. Okay, dann machen wir das komplett weg, lassen das mal so. Gucken wir uns mal das. Die Farbe. Das sieht kacke aus, so, ne? Ich finde, so sieht's kacke aus. So ist noch in Ordnung. BD1 sollte eigentlich noch so passen, ne? Von den Farben her. Oder so, ja, Mann. So in Schwarz sieht auch geil aus. Das passt auch dazu. Können wir gerne machen. Vielleicht in Rot noch. Nee. Mantis, Schiff ist scheißegal. Ja, dann sieht das so aus, Freunde. Okay, dann lassen wir das so. Ihr wolltet es so, ihr kriegt es so. Okay, dann ist jetzt die Frage, wo wir hier weitergehen. Also wir haben ja letztes Mal hier gespeichert, sind von da oben runtergefallen, meine ich. Und jetzt haben wir wieder die verschiedensten Wege am Start. Wir können einmal da lang, wir können aber auch links lang. Wir gehen erstmal den linken. First time we go the left way. Was sind das denn für Pflanzen, Digga, würde ich mal gerne wissen. Ach so, geil. Lol. Ach so, das kann man als Trampolin benutzen. Lol. Wie geil ist das denn? Einfach Trampolin. Trampolin, Uwe. Jetzt haben wir wieder hier verschiedenste Wege am Start. Ist da irgendwas drin? Nee. Hier geht's auch nicht runter. Soll man einen Körper machen? Das ist ja voll geil, ne? So ein Körper. Woo! Guckt euch dieses Wasser an, Leute. Das haben wir jetzt viel zu selten gesagt, aber das ist jetzt gerade echt krass hier, das Wasser. Das haben die schon heftig hinbekommen gerade. Oh Mann. Ja, Leute, WWE wird heute auf jeden Fall auch noch kommen. Da war ja gestern leider Pause gewesen. Das tut mir auf jeden Fall leid. Aber es wird auf jeden Fall wieder kommen. Morgen. Morgen sei schon heute. Gestern war ja ein sehr, sehr langer Stream auf viel FIFA. Oh Gott, Digga. Das ist wieder. Oh Gott, Digga. Ich hasse Spinnen. Nicht eins hasse sind es Spinnen, ne? Nicht eins hasse sind echt Spinnen. Was geht denn hier ab? Wieso springt der da nicht rüber? Egal, wir holen uns jetzt erstmal diese Spinnen da, Alter. Diese Peter Parker hören wir jetzt mal. Peter! Genau, wie werft man denn unser Lichtschwert? Unser. Oh oh, nein, die kommen schon. Wie werfen wir unser Lichtschwert? Moment, wo ist das denn? Hier, guck mal nach. Objekt, Magnet, Schub, nein. Doppelklingenlichtschwert, nein. Lichtschwert, verlangsamen Wandlauf. Bruder, ich will doch, dass der einfach sein scheiß Lichtschwert wirft. Boah, was für ein Angriff, Digga. Eieieiei. Okay, komm. Ey, diese scheiß Riesenspinne, die geht mir so auf den Sack, ne? Alter, es kommen noch die andere dazu. Also ich kann niemals gegen die kämpfen. Ich würde einfach wegrennen gegen die. Alter Schwede, ey. Zwei von denen auch noch. Und da kommt noch die Schnecke. Da kommt noch die Riesenschnecke. Ja, Bruder, die Schnecke ist sau stark. Oha, Bruder, die kommt von allen Seiten. Eieiei. Oha, die Oh, die hat ja noch volles Leben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Boah, der hätte gesessen. Der hätte, oh mein Gott, mein Leben. Oh oh. Was geht hier ab zur Hölle, Mann? Boah, was eine Attacke, Leute. Die war krank, Digga. Die war krank. Wo ist die andere Scheißschnecke? Ja, wenn es solche Spinnen echt geben würde, ich schwöre, ich würde niemals nach Australien fliegen. Niemals. Hier oben. Jawohl. Wir haben sie alle. Okay. Mama mia, war das gerade eine Geburt, ne? Seid mal ehrlich, Freunde. Jetzt haben wir wieder verschiedene Wege, die wir erkundschaften können. Alles immer schön mit der Ruhe. Wir haben keinen Stress mit diesem Spiel. Wir erkundschaften alles in Ruhe. Da haben wir noch ein schönes Echo. Aber wie können wir jetzt unser Lichtschwert werfen? Warte mal. Wie werfen wir das? Ah, L1. Oha. L1 und Dreieck werfen wir das. Okay, L1, Dreieck müssen wir uns merken. Wir hören uns erstmal das Echo an. Urrr.
Aha, ich glaube, so können wir da hochspringen, ne? Scannen. Oh, schön. Irgendwie müssen wir da hochspringen. Es gibt aber hier auch noch einen Weg durch diesen Tunnel, ja. Den müssen wir, glaube ich, sogar gehen. Okay, 3, 2, 1 und... Wuhu! Aber irgendwie muss es doch gehen, ne? Ja, wir müssen es so machen. Ich weiß wie. Guck mal jetzt. Wir müssen mit Anlauf... Guck mal jetzt. Mit Sprint. Okay, 3, 2, 1. Geh doch runter, du Scheißding! Willst du mich verarschen? Nein, ey. Ich schwör auf alles, Leute. Letzter Versuch jetzt. Aber hier springt er so weit, ne? Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu früh abgesprungen. Jetzt aber. Jawohl, der kommt. Der kommt, Uwe! Nein! Ey, letzter Versuch, Leute. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht von hier? Ja, der muss kommen, der muss kommen, der muss kommen, der muss kommen. Was? Okay, dann geht's nicht. Dann geht es nicht oder ich mache irgendwas falsch. Das kann doch nicht wahr sein hier. Okay, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Jetzt haben wir wieder hier ein schönes Echo am Start. So. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Spirituelle Verbindung, okay. Es bestand eine spezielle Verbindung zwischen den Wookies und ihrem Wald. Ja, Mann. Das ist der Wald des Todes. Freunde, denkt dran, wie immer die 10.000 Likes voll zu machen. Ich glaube, dahinter ist eine Spinne, oder bin ich blind? Macht die 10.000 Likes voll, Freunde. Ey, sag mir nicht... Oh mein Gott, jetzt geht es hier hoch. Und ich, Idiot, versuche das die ganze Zeit... Ja, ganz easy. Einfach hochspringen. Und dann ist da irgendwas zum Ziehen. Ne? Wo war das? Wo ist denn das Seil? So, aber erstmal springen wir da hin, denn da haben wir noch eine schöne Kiste, ne? Ich will wenigstens ein schönes Poncho haben. Ein einziges. Muss es doch wohl zu finden geben. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Dass wir die ganze Zeit irgendwie nur hässliche Dinger finden. Aber so sieht's auch nicht schlecht aus, oder? Seid mir ehrlich, Freunde. Aha, bitte, sei gut. Hä? Hä? Was war... Der Schwerter stand doch Poncho-Material. Ach, rot, Digga. Lass mal gucken, wie es... Ah, das sieht irgendwie komisch aus, ne? Oder? Sieht das gut aus? Ich lasse das... Ich weiß nicht, ob das was von einem Sith hat. Irgendwie gefällt es mir nicht so sehr. Also, könnt ihr mal reinschreiben, ob es euch gefällt, aber ich finde das persönlich besser. Also, habt ihr schon recht. Normal sieht besser aus. Ja. Ja, super. Geil. Uwe. Super. Habe ich wieder falsch gemacht. Ja, war ja klar. Leute, wir sehen uns gleich da oben wieder. Und da sind wir dabei. Da sind wir wieder, Leute. Aha, guck mal, da hinten sind die doch. Tafur ist doch dort. Oder ist er das nicht? Boah, ist so geil, sie schwingen hier wie Tarzan. Ich komme vor wie im Dschungel. Oh, ja, ja. Hallo. Na? Für den Tafur. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tafur. Moinsen, Uwe. Ich habe eine Mission von dieser Uwe. Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Ah, geil. Jetzt haben wir ein Atemgerät und können sogar unter Wasser. Wir können das Wasser mehr begutachten. Guckt euch das Wasser an. Das hat Obi-Wan und so auch gehabt im ersten Teil. Wisst ihr das noch? Wo die Danke. Unter Wasser waren? In Naboo? Was werdet ihr jetzt tun? Ganz deiner Meinung? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Das ist Tarful. Unterwasser-Atemgerät. Erkunde neues Gebiet unter Wasser. Richtig nice. Geil, jetzt können wir einfach unter Wasser gehen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, wie die Unterwasserwelt von Star Wars aussieht. Die Frage ist, wo unter Wasser genau, ne? Meint ihr, das ist hier? Ne, es zeigt mir irgendwas da hinten an. Okay, was ist das denn zur Hölle? Okay. Und wir sind hier? Ah, da geht's dann unter Wasser. Also gerade runter und dann links an der Pflanze vorbei. Woohoo! Oh mein Gott. Alter, geil. Guckt euch das Wasser an. Wie krank ist das denn bitte? Jetzt können wir endlich auch mal unter Wasser die Dinger holen. Irgendwo war auf jeden Fall noch eins bei einer Folge, wisst ihr noch? Da habe ich auch nämlich was gesehen. Was ist da jetzt drin? Was ist das, Baby? Lichtschattmaterial. Oh, die Musik. Boah.
krank, Leute. Ey, jetzt können wir sogar unter Wasser schwimmen. Das hätte ich niemals gedacht. Okay. Boah, hier gibt es gerade so viele Wege, ne? Müssen erstmal gucken. Ich glaube, das ist aber der richtige Weg, ne? Oh, hört euch die Musik an. Die ist nicht gut. Boah, wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Irgend so ein Unterwassertier, Alter. Ich würde durchdrehen. Wir tauchen mal auf. Denn hier waren wir zum Beispiel noch nicht, ne? Das ist geil, dass wir nach und nach immer so die Fähigkeiten mehr und mehr erlernen. Der Wald des Grauens. Siehst du, wir müssen sogar zu diesem einen Baum, von dem ich euch erzählt habe. Das Spiel wird nie langweilig, ne? Seid mir ehrlich, das ist zu krass. Ich schwör's dir. Oh, oh, das ist schon die Klonkrieger hier. Hey. Hey. Hey, lass mich doch mal in Ruhe. Was ist los mit dem? Warte. Boah, schön mit Laserschwert holen. Wow, wow, die ist stark, ne? Oh mein Gott, mein Leben. Was macht ihr da für eine Schleimspur? Das war's. Jawohl, wir haben sie. Aber wir bräuchten auch langsam mal... Das Tafel konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Boah, diese Melodie, ne? Die ist krank. Schattengelände. Also ich habe schon eine Idee, was wir machen könnten, um da oben auf diese Kiste zu kommen, Leute. Boah, die Musik ist gerade zu krass, ne? Ich feiere die Musik gerade ab nochmal, Freunde. Richtig nice hier im Hintergrund, die Musik. Aber gucken, was der Weg anzeigt. Der Weg zeigt den anderen, aber das ist der Weg. Oh mein Gott, ich dachte, der stirbt. Ah, wir können aber auch von hier safe. Ja. Ja, und jetzt haben wir eine goldene Kiste gefunden. Jawohl, boah, Bruder, da wird jetzt was Krasses drin sein. Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Ah, geil. Wir haben einen neuen Stim erhalten. Korrekt, jetzt haben wir 4. Wie geil ist das denn? Das ist heftig. Jetzt können wir uns 4-mal heilen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann ist die Gefahr, dass wir sterben, noch geringer als sonst. Sonst ist da aber nichts, oder? Ist da irgendwas? Jawohl, jetzt haben wir... Oh, wir haben direkt 4 Stück sogar. Guck mal, ohne dass wir gespeichert haben, Leute. Wie geil ist das denn? Das macht voll Bock auf diesen Dingern. Kennt ihr das, wenn ihr selber hier mit Trampolin springt und so? Zu geil, ich schwör, das fühlt sich genauso an, wie man als kleines Kind noch in diesen Trampolino-Welten war und da so am Trampolin springen war. Zu nice. Okay, wir müssen anscheinend jetzt da hinten rüber ins Wasser, beziehungsweise unter Wasser. Komm runter, Peter. Ursprungssee. Oha. Was ist der denn gerade da so runtergefallen? Ist da noch irgendwas oder warum leuchtet das da so blau? Ah, sie kann, glaube ich, irgendwas scannen gerade. Was ist das hier für eine Krabbe? Ich höre dich, BD. War da? Oh, Bruder, Alter. Sag mal. Ich habe jetzt keinen Bock hier auf Biologie, ey. Unterwasser, Hunter, Peter Potter, Harry Potter. Die Unterwasserwelt. Stell mal vor, es gibt wirklich so ein Gerät, was er da hat. Das wäre echt geil, ne? Sowas sollte mal erfunden werden, dass man keine Sauerstoffdinger mehr braucht, sondern dass das, ihr atmet dadurch Wasserstoff ein. Keine Ahnung, irgendwie muss es sowas möglich sein, Alter. Wir leben im Jahr 2020. Oh oh. Woo! Oh oh. Oh, werden gejagt von den Pflanzen. Ja, Bruder, genau so. Er hat die ganze Feeling kaputt gemacht gerade. Am besten direkt hier rechts lang. Bruder, was macht dieser Köpek Inek Eschek da? Ich verliere mein ganzes Leben die ganze Zeit hier. So. Ah, da oben geht's auch nicht. Wir müssen ganz nach rechts. Okay. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Die Pflanze kommt. Geh weg mit ihrer Stachel. Runter. Oh nein. Okay. 1, 2, 3. Oh oh. Wo lang, Freunde? Meint ihr runter? Ich mein schon, oder? Mit den Dingern krieg ich Gänsehaut. Ach du Scheiße. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Oh oh, ich hoffe, hier geht's überhaupt weiter, wo ich lang gehe. Aber sollte, ne? Das sieht ja schon krank aus, ne? Ich nehme mal lieber einen Stim. Safety first. Wo sind wir hier gelandet, Alter? Das ist zu krass, ne? Was sich EA für eine Mühe gegeben hat bei dem Spiel. Das ist wirklich unfassbar, ne? Ich kann es gerade selber nicht in Worte fassen.
Oh, runter geht's doch nicht. Wir müssen hoch. Schneller, 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 schneller. Jawohl, jawohl. Was meint ihr, was das war? Na? Wir werden direkt hinter dir sein. Wir haben hier einen Eindringling. Ja. Aber unsere Macht muss... Ach du Scheiße. Rück endlich vor. Wo hat er den genommen? Ey, verpisst euch doch, Scheiße. Der Kerl ist sich gerade untalentiert. Komm, schieß doch. Schieß nochmal. Gib mir nur eine Minute. Guck mal jetzt, was ich mit dem machen werde, Leute. Also weit kann er gar nicht werfen, okay? Komm her. Boah, ich liebe das, wenn er die mit einem Schlag direkt abschlachtet, Alter. BD, hilf mir bitte. Andrew, das geht noch weiter hoch. Da hinten haben wir zum Beispiel auch was. Wir sind ja von hier hochgekommen. Da geht es nicht weiter, aber es geht da drüben weiter. Wir haben da wieder einen schönen See hier. Wo es wahrscheinlich auch wieder unter Wasser geht, oder? Ja, wenn unter Wasser ist, ist es noch schwerer geworden, 100% bei diesem Spiel zu erreichen, Freunde. Weil es gibt so viele Orte im Spiel, wo man unter Wasser kann. Und überall wird irgendwo was versteckt sein. Aber wir gucken mal, ob wir das im nächsten Livestream machen zusammen. Ich hätte schon Bock, das Spiel auf 100% zu machen. Da war wirklich was drin. Neues Lichtschwertmaterial. Ja, super. Jetzt gibt es zwei verschiedene Wege, Freunde. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welchen wir gehen sollen, ne? Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt auf jeden Fall erhalten. Ich glaube, damit können wir auch sogar demnächst was einstellen. Also wir können einmal durch den Wasserfall durch und einmal hier rechts. Aber vorgesehen ist dieser Weg hier rechts. Okay, aber ich werde trotzdem mal hier lang gehen. Weil hier scheint ja auch irgendwas zu sein, ne? Ja, eine Kakerlake. Hau ab. Hier muss doch irgendwie... Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass hier so ein Echo oder sowas sein wird. Okay. Ich empfange die Position des Wookie-Generals. Vorrücken. Ja, die sind überall, ne? Die lassen nicht locker, die Jungs, ne? Die lassen nicht locker. Aber ich habe wirklich Bock, also 100% bei jedem Planeten ohne Hilfe wird schwer. Aber ich habe keinen Bock, das so mit Hilfe zu machen, online mir Videos anzuschauen und zu sagen, ah, okay, so ging das. Am liebsten wirklich alles von alleine erreichen, das macht am meisten Laune. Mit euch gemeinsam im Stream, das wäre schon nice. Ich würde es feiern. Feier den Drip Hard. Safe unter Wasser, ne? Ja, safe, war so klar. Okay. Aha. Da haben wir doch auch wieder was Schönes entdeckt. Ey, runter, runter mit dir. Oha. Aber man kann auch schneller schwimmen unter Wasser. Ich glaube, mit X war das. Oder mit Kreis. Müssen wir gleich mal gucken. Ich warte nur auf Krokodile, Alter. Das sind Nilpferde. Wer kennt noch die Nilpferde? Poncho, komm, Poncho. Was? Neuer Sender? Frieden und Gerechtigkeit? Was sind... Komm, mit Kreis schwimmen wir schneller, genau. Sind wir jetzt schon an einem neuen Ort? Nee, oder? Ich kann das gerade nicht beschreiben, Leute, ob wir jetzt schon woanders sind. Ja, oder? Ja. Okay, wir sind an einem neuen Ort angelangt. Aber unter Wasser ging es doch gerade auch irgendwo hin. Aber ist ja jetzt egal, Leute. Wir sind jetzt... Wir müssen jetzt nicht nochmal zurückgehen. Aber ich glaube, da kommt man noch unter Wasser irgendwo hin. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Okay. Wir speichern hier auf jeden Fall, Freunde. Wir haben noch schön 10 Minuten Zeit. Also keine Sorge, die Story wird jetzt noch nicht vorbei sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall 4 mal die Stim-Dinger und noch einen Fähigkeitspunkt. Ich glaube, wir können irgendeine Fähigkeit mit dem Lichtschwert, dass es noch weitergeht oder so. Erhöht die Reichweite. Ja, brauchen wir aber 2 Punkte. Ja, brauchen überall hier sogar 3 wieder. Krank. Ja, okay. Man braucht für alles 2 oder 3. Das heißt, lohnt sich erst, wenn wir den nächsten Machtpunkt haben, damit wir hier irgendwas aufrüsten können. So. Ich schwöre, das macht so Laune hier. Wie geil ist das? Ah, was ist das denn für einer? Was hat der denn da für ein Gerät? Informiere die Inquisitorin. Ah, was macht der da? Oha, der macht so Stromwellen. Getroffen. Komm, schieß doch. Er lenkt Bolzen ab. Ja. Ja. Bruder, was ist denn mit dem los? Bist du bereit, Jedi? Alter! Der ist Zauberer! Nur noch ich übrig? Ja, nur noch du, mein Lieber. Hier.
Junge, was war das denn für einer mit seiner Machete, Alter? Heilige Scheiße. Guter Scan, BD. Langsame, schwere Waffe bietet Möglichkeiten für Prävententschläge. Also die können anscheinend richtig viel Schaden anrichten. Aha. Was haben wir denn da Schönes? Da können wir uns rein theoretisch runterrollen lassen. Aber es geht nur von hier. Ich hol mir das eben. Guck mal, Freunde, wenn wir so jetzt die Möglichkeit haben und was sehen, dann nehmen wir das natürlich auch mit, bin ich ganz ehrlich. Gut, oder? Ne? Da tun wir jetzt nicht viel Zeit verlieren. Die 30 Sekunden oder die Minute. Was ist es, BD? Ah, Poncho, Bruder, bitte. Hä? Hä, warum zeigt er mir das manchmal nicht an? Das ist voll der Fehler gerade im Game irgendwie, ne? Okay, komm, hier war das. Da stand Poncho. Ne, der war es nicht. Auch nicht. Der rote sah kacke aus. Ne? Ach du Scheiße, ey. Ey, die sehen alle so scheiße aus, Leute. Das ist echt ekelhaft. Da lassen wir lieber... Machen wir lieber gar keins drauf, ne? Ganz ehrlich, Freunde. Lieber gar keins, anstatt so eine Scheiße. Das ist echt geil hier mit dem Springen und so. Das macht übel Laune. Okay, jetzt geht's hier weiter nach oben. Ist das ein Abenteuer? So stelle ich mir ein Abenteuerspiel vor. Nicht anders. Genau so. Genau so und nicht anders. Wir kommen jetzt gerade irgendwo an einem hohen Punkt an. Oha. Was geht jetzt ab? Ach du Scheiße! Das ist nicht unser Schiff! Neunte Schwester? Was ist das? Eine Bracker-Schrottrate spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Der sieht aus wie ein Mann, aber hat eine Frauenstimme. Was ist das denn? Ich schwöre, der sieht... Ach du Scheiße. Oha! Wow! Was geht jetzt ab? Ach du Scheiße! Woohoo! Alter, ist das krank. Was geht hier ab? Ich schwöre, der sah aber irgendwie aus wie unser Meister, ne? Also von der Form her, vom Gesicht her glaube ich nicht. Aber der hat eine Ähnlichkeit mit unserem Meister gehabt. Heilige Scheiße, wo rutschen wir denn jetzt hier hin? Oh, 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 oh. Schwert halten! Ich komme ein bisschen hier schnell los, Alter. Oh, ist das krank gemacht. Ich schwör's dir, das ist zu krank gerade gemacht hier. Nein, Bruder, Dreck verkackt. Schade, Mo. Okay, weiter, weiter. Yalla, yalla, yalla. Komm, spring. Spring. Wo, wo lang? Links, ne? Wir müssen hier links lang. Schnell, 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 schnell. Hoch. Meint ihr hoch oder nicht? Eieieiei. Wo lang geht's, Freunde? Ich komm nochmal runter, ne? Einfach runterfallen lassen. Ja. Wuhu! Boah, ist das krank, Leute. Ey, das ist zu krank. Buh. Oh mein Gott. Alter. Scheiße. Ey, das ist so krank gemacht gerade hier. Ich gehe kaputt. Das ist zu viel Action gerade für mich. Ich schwör's euch. Das ist gerade hier zu viel Action, Bruder. Oh mein Gott. Heilige Scheiße, Alter. Okay, 3, 2, 1, spring. Heilige. Genieß diesen Moment gerade hier. Ey, ich geh kaputt. Ich geh kaputt. Das ist zu nice hier. Das ist gerade echt zu nice. Oha, wir sind schon fast untergetaucht hier. Oh oh, nicht gut. Wow, was ist das denn für ein Drache? Avatar kommt. Was geht denn? Was ist das für ein Ding? Ach du Scheiße. Schwester, sucht uns. Ich melde mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Heilige Makrele, Alter. War das gerade Action, Leute? Was wollen wir wetten, dass es hier wieder auch irgendwo was gibt? Und was wollen wir wetten? Irgendwo ist hier was, wo wir wieder was öffnen können. Ich glaube, ich habe da hinten irgendwas leuchten sehen, oder? Nee. Aber 100%. Aber jetzt müssen wir nicht hier den ganzen Meeresspiegel hier durchsuchen. Aber guck mal da, zum Beispiel, da haben wir jetzt direkt was. Ne? Sowas nimmt man noch gerne auf dem Weg mal mit. Ey, wie viel Action war das denn gerade, bitte, Leute? Das war ja gerade abnormal heftig. Abnormal heftig. Das war krass. Gebt doch jetzt mal was Gutes, Alter, Mann. Und was haben wir drin? Was ist es, BD? Lichtschwert. Bronzium, okay. Also ein Bronze-Lichtschwert wahrscheinlich. Die neunte Schwester sucht uns. Bruder, wann kommt denn die 44. Schwester? Die zweite Schwester, die neunte. Ich schwöre, der oder die oder das sah aus wie unser Meister, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Stell mal vor, unser Meister lebt noch, der uns am Anfang des Spiels die Sachen beigebracht hat. Und auf einmal ist der irgendwie zur dunklen Seite gewechselt oder so. Wie krank wäre das bitte? Seid mal ehrlich, wie krank wäre das, Freunde? Okay. Wir haben jetzt hier den Speicherpunkt erreicht. Neues Ziel zur Holokarte, Ursprungsbaum. Okay. Wir haben verschiedene... Oha, wo lang müssen wir jetzt hin? Der zeigt... Oha, der zeigt uns einen ganz anderen Weg. Da müssen wir die Ebene wechseln. Ebene. Ich glaube, die ist ganz oben. Ne? Wie können wir denn... Ah, nach oben. Ebene 3. Müssen irgendwie wieder, glaube ich, hier rauskommen. Freunde, wir haben noch nicht die halbe Stunde erreicht, Alter. Ich habe euch ja gesagt, eigentlich immer mindestens eine halbe Stunde. Aber hier ist gerade ein Speicherpunkt. Hm, was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt weiterspiele und es kommt kein Speicherpunkt, dann müssen wir beenden die heutige Folge. Schwierige Situation. Aber ich denke mal, seid mir nicht böse, oder? Komm. Ja, komm, wir spielen noch. Komm. Oh mein Gott, wieder Spider-Man. Alle am Start hier. Oh Mann. Guck mal, wie viele Leute, Mann. Was zur Hölle geht hier ab? Alter, was soll ich denn hier machen? Guck mal. Vier Stück. Vier Stück. Wenn ich sterbe, Leute, beenden wir. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen hier gegen die. Das sind zu viele. Ich glaube, ich brauche mein doppeltes Lichtschwert, Leute. Mein doppeltes. Ey, hol doch dein doppeltes Lichtschwert mal raus, Kerl. Wir fallen rüber, BD1. Ey, hol es doch mal raus jetzt. Ja, genau so, Alter. Komm. Diese scheiß Riesenschnecke ist so stark. Aber wenn wir das jetzt schaffen, wäre heftig. Jawohl. Erste haben wir, okay. Ey, nicht, guck mal, ey, das meine ich mit dem Anvisieren. Er tut da manchmal falsche Sachen anvisieren, die ich gar nicht anvisieren will. Hilf mir bitte. Boah, Bruder. Anderer Kampf hier gerade gegen diese Schnecken, Mecken und Decken. Alter, doppeltes Lichtschwert ist echt heftig. Ey, diese Schnecke, Mann, die gibt mir so auf den Sack. Die machen richtige Tech-Team hier gegen mich. Oh, haben wir noch einen Stim für so viele. Erstmal die Schnecke. Die haben wir. Schön. Jawohl. Oh oh. Bitte nicht sterben. Nein. Das schaffst du. Jawohl. Nein. Nein, wenn ich jetzt sterbe, Digga. Jawohl, wichtig mit dem Konter. Bam, wie. Saruten, ey. Meine Güte. Okay, die haben wir auch. Wie viel Leben haben die denn auf einmal? Schon gedacht, die wären tot. Boah, was eine Action gerade hier. Wir haben gar keinen Stim, gar kein Leben mehr, Leute. Ich sag mal so, wenn wir jetzt einmal sterben, Freunde, dann ist vorbei für heute. Gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Boah, kommen da einfach vier Stück von denen. Vier Stück ist schon hart. Oh, Poncho, Rover. Warum wird mir das da nicht angezeigt? Rover. Warum steht da nicht Rover? Hey, ich check's manchmal nicht. Ist es dann jetzt für Schiff? Da stand Rover. So, hier steht Bogano, Wächter, Aufklärer, Regen. Rover, das haben wir freigestellt. Sieht auch scheiße aus. Ich schwör's dir, alles, was wir davon sehen bisher, sieht kacke aus, ne? Wirklich alles. Die Frage ist, wo geht's denn jetzt hier weiter, ne? Es gibt so viele. Hier rüber, BD. Ich hör wieder irgendwas. Ich dachte... Ich hab schon gerade gedacht, wir haben wieder eine Spinne hier gehört. Okay, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier um. Hallöchen. Nee, haut mal ab hier. Reicht jetzt mit euch. Okay, jetzt sind wir hier. Es gibt mir wieder zu viele Wege, ne? Es gibt hier einen Weg, es gibt da einen Weg. Ah, also kann man scannen. Interessantes? Oh nein, Alter. Das wird jetzt mein Ende sein. Oh oh. Oh nein, Alter. Gegen die habe ich so Angst. Die ist so stark. Guck mal, wie stark die ist, Leute. Diese Schnecke ist der Endgegner in diesem Spiel. Ich schwör's euch, diese Schnecke ist Endgegner. Die Schnecke ist Endgegner. Oh mein Gott, die holt mich gleich, ne? Oh mein Gott. Nein! Wir haben sie geschafft, alter Schwede. Guckt euch mal unser Leben an. Was zur Hölle geht hier ab? Das haben wir echt gut gemeistert, diese Situation gerade. Also, es scheinen überall die gleichen Wege zum selben Ziel irgendwie zu führen.
Ja. Also entweder wir gehen jetzt hier rüber, springen da hoch, oder wir können auch... konnten da vorne auch irgendwo hochklettern, ne? Meine ich. Aber vielleicht ist es im Endeffekt dasselbe. Ich weiß es nicht. Aber hier haben wir schon mal noch ein Echo. Echo wahrnehmen. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Web. Der Baum führte sie. Heiliger Baum. Der heilige Baum hier. Okay. Freunde, ich würde sagen, komm, wir haben jetzt die halbe Stunde erreicht. Wir werden so machen, ich werde hier abspeichern. Die Gegner werden jetzt zwar gerespawnt werden, ne, bei der nächsten Folge, aber entweder kämpfen wir dann nochmal gegen die oder wir umgehen sie einfach. Wir wissen ja jetzt, wie es weitergeht. Wir haben die Sachen eingesammelt, die wir einsammeln konnten. Wir können auf jeden Fall gerne jetzt noch diese zwei Punkte, damit unser Lichtschwertwurf weitergeht, die können wir gerne hinzufügen. Ne? Weil das finde ich schon geiler, wenn das auf jeden Fall weitergeht. Und ja, damit würde ich sagen, lasst allen einen Daumen nach oben, dann macht die 10.000 Likes voll. Heute kommt natürlich noch WWE auf dem Kanal. Wir erweitern jetzt unseren Lichtschwertwurf, dass das Ganze weitergeht. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut, Leute, und ciao.